Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem etwas düsteren Let's Play mal auf diesem Kanal, und zwar Slender The Arrival. Und da habe ich mir natürlich Verstärkung geholt, nämlich den Leon. Ja, weil ich weiß ja nicht, wer von euch das wusste. Die Leute, die mich persönlich kennen, wissen es definitiv. Was Horror-Games und so angeht, bin ich einfach die größte Pussy. Und ich glaube, ich würde es niemals durchziehen, dieses Spiel alleine durchzuziehen. Und ja, deswegen ist Leon jetzt hier und ich hoffe, wir schaffen das auch durchzuziehen, solange er noch hier ist, weil sonst wird das doof. Dann musst du das alleine spielen, weißt du? Ja, vor allem das Ende, wo es dann richtig hart wird, darf ich dann alleine spielen bestimmt. Naja, wir haben die Schwierigkeit auf jeden Fall erstmal auf easy gesetzt, denn wenn ich in Panik verfalle, werde ich eh einfach nur noch im Kreis laufen wahrscheinlich. Und ja, also macht euch schon mal darauf was, wenn ihr Kopfhörer auf habt, dann regelt die ein bisschen runter. Es gibt Übersteuerung wahrscheinlich. Und damit würde ich sagen, drücken wir gleich auf Start Game und beginnen. Slender The Arrival. Und damit sind wir drin im Game. Die Zeit oben schon ein bisschen abgelaufen, weil wir nochmal eben mit der Mausempfindlichkeit ein bisschen dran arbeiten mussten, weil es ein bisschen schnell ging. Und ja. Jetzt war alles noch dunkel. Das sollte am besten die ganze Zeit so hell sein, aber irgendwie. Die Lichteffekte sind auf jeden Fall schon mal der Burner. Okay, das ist anscheinend so unsere Karre, mit der wir hier gestrandet sind. Ich habe mir die Story gerade nicht wirklich durchgelesen, ist vielleicht ein Fehler, aber warum gehen wir hier hin? Ach, Land for Sale. Grafisch auf jeden Fall hochqualitatives Auto. Ja. Hält mit GTA und so. Definitiv. Schön, dass ich das kleine Schild auch übersehen habe. Wie komme ich hier durch? Nein, geht nicht. Du kannst dich aber durch den Baumstamm laufen. Achso, soll ich außen rumlaufen? Achso. Alter, geht ja gut los. Versuch gleich irgendwann von dem Typen wegzulaufen. Kann gegen den Baumstamm wundert sich, dass er nichts geht. Kann man sprinten? Ja, Alter. Machst du doch gerade. Mit Shift oder was? Ja. Was ist das denn dafür? Kann ich auch sneaken? Ja, nee. Nee. C, crouchen, Alter? Die Waffe rausholen und ihn abknallen? Falsches Spiel, weiß ich nicht. Falls du von wegschleichen willst. Ja. Blue Eye Studios. Proudly. Proudly. Ach komm, Alter, es dauert mir zu lange, Alter. Gehen wir ein bisschen Speed on the Street. In association with Parsec Productions. 2000 Jahre später. Guck mal, na du. Ihr müsst übrigens wissen, ich gehe komplett blind in das Game rein. Ich habe noch nie irgendwas von dem Spiel gesehen. Ich weiß nur, dass da irgendwann ein Haus kommt, wo wir gleich hinlatschen. Mehr weiß ich auch nicht. Ah, diese Helligkeit, warum ist das so dunkel? Ist hier jemand drin? Ich fände es ein bisschen dreckig. Ich hätte jetzt schon keinen Bock mehr, wollen wir tauschen? Ich sehe halt. Ich spiele das einfach ohne Brille. Weil meine Brille, ihr müsst wissen, meine Brille ist so dreckig, dass dieses Licht, es zieht einfach schlieren auf meiner Brille, dass ich kaum was sehe. Leider habe ich aber nur 0,7 Dioptrien. Also das heißt, ich sehe leider immer noch was. Steht da jemand? Ah, ne. Ja. Wie schnell ist denn das dunkel geworden, Alter? Ja, ist, ne? Bist du ja. Bin ich der Einzige, der gerade Schritte im Haus hat? Ich höre gar nichts im Haus. Ich höre gar nichts. Das ist der Basti vom Spiel. Ach, in dem? Ach so. Ja. Ich ja. Dachte im Spiel. Hast du da auch was? Ich werde schon paranoid. Kann ich eigentlich einfach weitergehen? Da ist ein Baum, das sieht nicht danach aus. Okay, ja, dann gehe ich auf den Haupteingang. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Alter. Warum? Wer guckt sich denn nachts alleine irgendwo in der Pampa ein Haus an, Alter? Wahrscheinlich steht er gleich irgendwo am Fenster und ich sehe es einfach nicht, weil alles so dunkel ist. Beim Kopf nicht. Ja, danke. Gehen wir einfach mal rein, Alter. Ist der Licht angegangen? Oder ist die Grafik so schlecht? Das ist der weiße Rahmen an der Tür. In der Tat. Deine Schritte. So ganz. Willst du die Tür nicht zumachen? Weiß nicht, vielleicht kann ich dann besser wegrennen. Aber vielleicht kommt er auch besser wieder rein. Hey, wenn der da irgendwann da oben steht. Ich hab jetzt schon. Meine Hände sind nass, Alter. Alter, ich bin jetzt schon am Ende. Ja, reicht. Ist ganz schön dunkel.
Ich glaube, wir sollten das Spiel echt mal ein bisschen heller stellen, ehrlich gesagt. Toll, man kann fast eine Treppe weit sehen. Das ist ja eine tolle Maßeinheit. Gehen wir hier mal rein, Alter. Ah, ist ja wie bei Hausflipper. Ich erkenne halt nicht. Sitzt da wer? Alter, dieses Spiel, wieso ist ein Horrorspiel so dunkel? Das wird... Ja, ist dunkel. Kann ich das finden? Ist das auf oder zu? Nein, mach's zu. Da blinkt irgendwas. Hä? Hinter dir. Da. Ah! Ich sehe den Wald von lauter Bäumen nicht. Geil! Mach den lieber erstmal noch aus. Mach ich den? Keine Ahnung. Wir gehen nochmal. Das ist scheiß Taschenlampe. Wie kann man die? Ich lass die einfach an. Wenn die irgendwann leer ist, ist so, pff, ne? Ist dann wahrscheinlich mein Problem, weil du bis dahin gestorben bist. Spätestens dann. Was ist denn das wieder für ein großes Haus? Ja, ist schön. Vor allem alle Türen sind offen. Vor allem eine erste Wohnungsbesichtigung. Nachts im Dunkeln mit einer Taschenlampe, weil es ja anscheinend kaum Strom gibt in diesem Haus. Warte mal, das Licht ist noch an. Wieso kriege ich eine Taschenlampe? Geht das irgendwann aus? Irgendwann ein bisschen die ganze Zeit in dem Haus. Aua, ist mir eine Tür ins Gesicht geschlagen. Muss ich eigentlich irgendwas finden? Ich laufe hier gerade so planlos durch dieses Haus. Du hast ja schon was gefunden. Ne? Eine Taschenlampe. Ja. Kann ich wieder gehen? Ist eine Mega-Gänsehaut über den Körper gelaufen? Habe ich eine Öffnung nach draußen gesagt? Das ist auch eine gute Karre hier, ne? Ist sie dabei beim Haus? Ich hoffe nicht. Extra oben drauf. Alter. Das ist ja absolut keine Taschenlampe. Richtig krasse Taschenlampe. Alter, wenn ich sollte mich nicht so schnell umdrehen. Ich laufe hier gerade so YOLO. Das ist für mich schon YOLO-mäßig. Ihr denkt euch wahrscheinlich, warum ich so langsam dieses Haus ein. Wo ist das Fenster? Hallo? Das ist doch. Ja. dieser FPS gerade. Irgendwie habe ich ein paar Performance-Probleme. Das ist doch dieser typische Slender-Effekt, oder nicht? Kommst du gerade her, geh doch weiter. Ja, ich weiß, dass ich da herkomme. Da will ich aber nicht. Also da will ich nicht wieder hin. Ja, aber du solltest nicht. Ich gebe dir Tipp, lauf nicht durch die Tür, weil du von nach draußen bist vielleicht. Ja, das habe ich bemerkt. Geh doch einfach da lang. Spannend. Nur schon mal ein kleiner Hallo von wegen. Guten Tag. Hallo. Ich bin der Schlendi. Bittet mich wer zum Tanz? Ich hoffe nicht. Ah, was ist denn das hier? Natürlich Telewes. Okay, hier ist nichts mehr. Habe ich unten alles? Bestimmt. Achso, nach oben gehen. So, vielleicht gibt's ja einen Keller, lass uns doch in den Keller gehen. Sieht nicht danach aus. Haben wir eben kurz die Grafik runtergestellt. Muss ein großer Mann gewesen sein, der das hier an die Wand gemalt hatte. Ohne Leiter. Quatsch. Guck mal, jetzt können wir hier nach oben gucken. Das sind schöne Bilder. Ja, ja, ist ein schöner Kunstgeschmack. Frage, links oder rechts? Immer links. Takeshis Castle. Guck mal, da rechts zum Flur, links ist so ein komischer Pissraum, also ab nach links. Wer fühlt sich eigentlich noch hin und her drehen? Zuschauer, da klingt wieder was. Ich bin der. Ist das Gasgranat? Anschlüssig. Was ist gerade der? Picked up a key. Weiß ich nicht. Hätte ich lesen sollen, was da draufsteht? Warum hat das so gelaggt? Das ist beunruhigend. Wo war denn hier was? Du bist doch behindert, Alter. Ich bin vielleicht ängstlich, aber nicht blind. Da steht hier wirklich was. Wir haben auch so einen Kleiderschrank. Das ist ein Bad. Nee, was ist das? Ein Bad. Kein Duschvorhang, das finde ich schon mal gut. In der Badewanne? Eine Leiche vielleicht? Hat jemand... Ui, also... Das sieht aber nicht mehr ganz so lecker aus. Und wieso kann man eigentlich die Fenster öffnen, frage ich mich gerade. Kann man da rausklettern? Hast du einen Krampf in den Finger? Nee, die Tasten sind nur nass. Wer drückt denn auch mit dem Zeigefinger auf W? Ich wechsle immer. Ah ja. Das drehst du ja nicht so hektisch. Oh, weiter auf geht nicht. Dusche im Bad. Ne. Ach, das ist ein Bad. Dusche im Bad. Ah ja. Danke, das wäre eine Küche. Hier ist nichts. Die Küche war doch unten. Ja, vielleicht hätten wir noch einen. So viele Badezimmer, wie die bisher auch haben. Zwei, wow. Aber die haben wir auch. Ja, guck. Und die Pflanzen sind aber noch erstaunlich grün. Hier muss jemand gewesen sein, die gewässert haben. Sich Slenderman gut ums Haus kümmern. Das ist ein Tor. Können wir da durchgehen? Vielleicht ist auch für das Tor das für Schlüssel. Safe, hier steht da. Das ist jetzt die letzte Türe da, ne?
Wieso rot? Ach, da ist die Fläche Schlüssel. Oh, nö! Guck mal, can you see it? Hallo? Hab nur ich gerade Gänsehaut bekommen? Ja, doch. Sind wir eigentlich eine Frau oder ein Mann? Mann. Ja? Der gepflegte Fingernägel, der Mann. Can you see it? Ich will mal aus dem Fenster gucken. Ja, ich... Das Fenster sieht auch nicht mehr ganz so heile aus. Ich sehe... Da, Leute. Da. Aha. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber Alter, Gänsehaut, entspann dich. Können wir... Da steht er. Hallo, können wir nicht einfach wieder... Soll ich da jetzt hingehen? Trigger, muss ich das triggern? Ja, da blinkt doch wieder was. Schlendi. Das Blatt. Ja, ich hab's. Das ist bestimmt nur eine Puppe. Da ist er weg. Was war die Taschenlampe? Der ist weg. Ah ja. Was hat dieses Blatt Papier jetzt also? Es war nur ein Vogel. Ah ja! Guck mal, was offen ist. Wie lange nehmen wir schon auf? 15 Minuten! Fast die erste halbe Stunde geschafft. Ich denke, ja, das Spiel hat 4 Stunden Spielzeit oder so, wie es im Internet stand. Bei mir wahrscheinlich 10. Das ist ja nicht mehr lang. Oh, Schlendi, Alter, mach's mir nicht so schwer. Ich habe das Gefühl, es war so ein Wink mit dem Zaunfall. Oder mit dem Tor. Ja, ich würde lieber durchs Haus als im Haus rumlaufen. Ums Haus als durchs Haus, ehrlich gesagt. Das ist deine Entscheidung. Diese FPS, manche, diese Lag. Ich gehe aus. Ich hasse dich dafür. Selber wird nicht mehr wirklich was passiert. Wie gesagt, ich hab's einmal vor ein paar Jahren gesehen. Links oder rechts? Immer an der Schaukel vorbei, vielleicht schaukelt die gleich auf einmal. Mittlerweile ist es auch ganz schön hell draußen. Ich hatte gerade schon wieder den Schlendereffekt. Alter, mir läuft gerade so der Schweiß runter, ne? Geil. Das wolltet ihr alle wissen. Hallo? Das Ding ist noch wurde nicht gespeichert, also von daher, erst wenn das Spiel automatisch speichert, dann ist gefährlich. Kann ich einfach durchrennen? Kannst du bestimmt. Oh Gott. Okay, nein, ich habe. Da hab ich kurz auch erschrocken. Lalli. Warte, wir drehen uns einfach nicht um. Sagte er, als er sich um. Hallo, Mensch. Kam Slender mit dem Auto vorbei? Ich glaub nicht, dass das ein Auto ist. Dann kann es natürlich. Gerne versuchen, damit zu fahren, aber... Guck mal, das Nummernschild, ist das ein deutsches? Lol, ist das ein deutsches Spiel? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder geht ein Kabel lang? Ich kann es anklicken. Mach mal an. Licht? Guck mal. Nee. Das ist doch was Gutes. Ja, nee, aber vielleicht. Ich weiß. Du hast auch Ansprüche, ey. Da wird dir schon Licht im Horrorspiel geschenkt. Ja, da war auch noch ein Weg da hinten. Ich jetzt mal gucken. Da ging es noch rechts rum. Da läuft es genau in die Arme. Ich finde draußen irgendwie schon mal besser. Ah! Oh. Schlendi! Ja, moin! Na? Junge, wie groß ist der bitte? Das habe ich auch gar gefragt, Alter. Soll ich ihn noch länger angucken? Ich würde sagen, wir gehen doch da lang. Ich würde gern sowieso die andere Richtung wählen. Ach denn, der steht da jetzt rum und schaukelt seine langen Arme, oder was? Ja. Enderman, Alter. Alter, wo soll ich überhaupt lang? Der Lampe folgen. Da ist ein Weg. Achso. Da, wo der eben stand. Ja. Warum nicht? Kommt der panische Blick auf den Timer. Ja, eigentlich wollte ich sowieso bei. Wieso habe ich auch eine Taschenlampe an? Die reicht eh nicht so weit. Ach, schon wieder so ein Generator. Finde ich auch gut, dass das Rücklicht erst ab einer gewissen Distanz angeht. Er hat sich geportet. Hat er? Ja, da war gerade der schöne Effekt. Wir drehen uns nicht. Wir drehen uns nicht um, wir drehen uns doch mal um und gucken mal kurz nach, ob jemand hinter uns. Du hast ja doch wieder auf irgendeinem Berg. Wahrscheinlich, finde ich gut. Nee, das ist ein Baum. Das ist ein Baum, Alter. Ups. Wo ist er denn hier? Jetzt wird er ganz schüchtern. Nein, ich beschwere mich nicht. Ich werde es noch so bereuen, was ich hier gerade sage, ne? Safe bricht hier gleich irgendwie die Brücke oder so ein. Obwohl, nee, wenn ich hier... Schon Wellen dann, wenn ich was sagen, wenn ich mir die Wassertexturen so angucke, glaube ich nicht, dass wir da reinfallen. Kann ich die Kiste looten? Ja, das sind gerade... Oh Gott! Wann jetzt? Das bist du auch noch gefallen.
Hallo, Schlendi? Was denn das? Hast du abgebrannt? Ey, da kann man safe rein. Möchtest du es ausprobieren? Geh doch lang. Erstmal Licht anmachen. Da kannst du von mir auch machen. Was ist das denn für ein Haus, als ob ich in so ein Haus reingehe, Alter? Ja. Rein da mit dir, komm. Jetzt Licht. Balls zeigen. Ich hab's nicht. Ja, vielleicht ist da was Wichtiges. Da kann man ehrlich rein, willst du mich. Ne, kannst du nicht. Willst du mich komplett verarschen? Was war jetzt? Hat das wieder geportet? Was ist das so dunkel? Ich will, ja, das musste ich mir gerade aufschauen, Alter. Wer ist sie denn, Alter? Das abgemagerte Ding. Ist das die Frau vom Slender? Komm, geh mal hin. Frag mal nach Geld. Wenn ich da jetzt nochmal reingehe und die da nicht mehr steht, ne? Ma'am? Sorry? Das seht ihr in der nächsten Folge, was passiert, wenn wir zu dem mageren Gerippe hingehen. Ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, sie dreht sich jetzt nicht um und springt mich an. Aber man muss ja ein bisschen einen kleinen Cliffhanger hier machen. So, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Das reicht auch, wir müssen sie nicht noch länger angucken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal. Da im Hintergrund sieht auch alles irgendwie gruselig aus, ist mir egal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video von diesem wundervollen Spiel hier verpassen wollt. In der nächsten Folge wird der Leon dann mal für euch spielen. Der hat ja in der Folge noch gar nichts gemacht. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt natürlich jetzt, aber ne, was soll man machen? Auf jeden Fall würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao.